So, hier ein paar Tipps zum Gestalten vom Jahresbericht. Ich habe jetzt hier schon mal unsere InDesign-Datei offen. Hier ist schon alles entsprechend eingerichtet. Die Seitenzahlen sind drin, Layout-Führungslinien sind drin, oben die Überschriftsbalken sind auch schon enthalten. Und jetzt kann man also hergehen und das entsprechend einrichten. Am besten ist es, wenn man das Fenster etwas verkleinert, dass oben so ungefähr ein Viertel, ein Fünftel frei bleibt. Man kann dann die Bridge starten. Das hier ist ein Dokumentenviewer. Der ist recht praktisch, wenn man den hier verkleinert, so dass er hier oben entsprechend Platz hat. Dann kann man also in beiden Programmen arbeiten. Man kann hier die Bilder zur Verfügung stellen. Funktionieren tut es wie im Windows Explorer. Entweder hier der Pfad als Baumstruktur oder hier oben entsprechend. Und dann kann man hier entsprechend die Bilder nach unten ins Dokument ziehen. So, bevor wir hier richtig zum Arbeiten anfangen, brauchen wir noch ein paar Paletten. Seitenpalette erkläre ich gleich, ist ganz wichtig. Und noch die Paletten für die Formatierungen. Das Ganze findet man unter Fenster und dann Formate, Absatzformate. Und man sieht hier schon, das klappt hier entsprechend aus. Man kann es hier andocken. Und wenn man hier eine Absatzpalette, Absatzformate braucht, die sind hier entsprechend vorbereitet, dann kann man die hier entsprechend auswählen. Ein- und ausklappen. Was man noch machen kann, ist die Palette hier zu verkleinern. Dann arbeitet man nur mit die Symbole und hat hier mehr Platz entsprechend zu arbeiten.